Ich bin ganz durchschnittlicher Radprofi. Trotzdem habe ich die Tour de France gewonnen. Das verdanke ich Medikamenten. Millionen Sportlern konnten wir schon helfen, aber noch nicht allen. Darum forschen wir weiter. Forschung ist das beste Training. Die forschenden Pharmaunternehmen. Thank you.
Thank you.
Tja, jetzt müsste man mal seinen Gesichtsausdruck sehen, ob er wirklich hier 90, 95 oder sogar 100% fährt, aber ich glaube, jetzt ist er doch im roten Drehbereich drin, jetzt fährt er, was er kann. Man sieht auch das erste Mal, dass man im Gesicht, dass er einen Ausdruck bringt, dass man sieht, wie er seine Backen schon aufbläst. Das ist schon jetzt ganz, ganz große Klasse, was er hier macht. 39 Zähne, vorne aufgelegt, hinten, was wir da zurzeit fahren. Ja, ich nehme an, dass er 21 hier fährt. Bis 23 geht der Zahnkranz hoch. Genau die gleiche Übersetzung wie bereits gestern auf der ersten Pyrenäen-Etappe. Immer noch Unterlenker. Sieht er hier den Anstieg hinauf? Das ist seine Position so. Das sei ja im Zeitfall.